Ja, wieder mal Scheißwetter, Herbst. Gute Möglichkeit, was zu tun, ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Schauen wir mal, was wir finden. So, ich habe das Flacheisen jetzt auf ca. 14 cm gekürzt. Und jetzt werde ich hier schräg einschneiden, dass ich hier einen Zacken bekomme. Aber nicht ganz durch, ich lasse ungefähr 1 cm Material stehen. Das dauert jetzt eine geraume Zeit. Ich säge jetzt an und zeige euch nachher das fertige Teil. Ich würde das Video kurz halten. Ich zeige euch nachher das fertige. So, da wo ich jetzt den Haken aufbiegen will, den ich hier eingesägt habe, erhitzt sich das Material, dass es ein bisschen elastischer wird, dass mir der Haken nicht abbricht. Den Rest mache ich noch im Schmiedefeuer. So, mein Jagdwerkzeug liegt jetzt im Schmiedefeuer. Jetzt werde ich die Spitzen noch schnell ein bisschen schmieden und dann ist es fertig. So sieht also das fertige mittelalterliche Jagdgerät aus. Es wurde an einem Baum, an einem Ast befestigt oder sonst wo. Und auf die Spitze, auf die scharfe Spitze ist ein Stück Fleisch gekommen. Der Wolf ist hochgesprungen, aus dem Stand konnte es nicht erreichen und ist mit dem Maul an dem Haken hängen geblieben und qualvoll verendet. Wolfshaken oder Wolfsangel. Noch ein kurzer Nachtrag zur Wolfsangel. Verwendet wurde dieses Jagdgerät in Skandinavien, Deutschland, in slawischen Ländern. Man hat es bei Ausgrabungen in Burgruinen und Siedlungen gefunden. Grund, die Wolfsrudel haben ja früher im Mittelalter eine große Bedrohung dargestellt für Leib und Leben oder auch für die Herden, die Viehherden. Mittlerweile ist es ja ein verbotenes Teil, ist ja bloß ein Relikt aus dem Mittelalter. In der Heraldik wurde es auch verwendet als Zeichen der Wehrhaftigkeit. Einige Jagdverbände führen das noch in ihren Wappen. Das war's. Bis zum nächsten Mal.